Hello. I'm the doctor. Servus, grüß euch und hallo und herzlich willkommen zurück zu The Last of Us 2. Ja Leute, sorry für die längere Aufnahmepause, aber ich schaff's zurzeit einfach nicht, täglich was aufzunehmen und ich brauche dann auch immer eine gewisse Zeit, da ich dann mich auch wieder ein bisschen einspielen möchte und ja, jetzt versuche ich heute wieder ein paar Folgen aufzunehmen. Ich hoffe, ihr verzeiht mir. Ja, nach dem heftigen Kampf schauen wir mal, wo wir jetzt hinkommen. Schauen wir uns hier mal um. Gleich in den nächsten heftigen Kampf. Wurden so viele Leute für einen Eindringling. Wegen der Scheißschule und dem TV-Sender. Ich dachte, das waren Scars. Diese Eindringlinge arbeiten vielleicht mit ihnen zusammen. Nicht nachlässig werden. Sollen wir mithelfen? Nein, blieb hier. Stellung halten. Da läuft auch noch einer. Ein Hund auch wieder. Ah, ich flipp aus. Eine weniger, wo ich mir Sorgen machen muss. Aber es sind noch genügend da. Und der Hund macht mir wieder am meisten Sorgen. David hat mir den Tipp gegeben mit Fallenstellen und so. Hätte man eigentlich, gell? Ich habe noch eine Schockbombe. Wir haben hier nichts. Gut. Schnapp sie dir! Mist! Oh Mann, spielt man hier ein paar Tage nicht. Ich bin schon zielen wieder gekackt, das Tor. Sind stärker verletzt, aber ich gucke jetzt erstmal nicht, dass ich wieder erst ein Medikit finde. Hier. Ich hoffe, hier findet man mehr als ja, den Alkohol letztendlich, den man braucht.
wollen diese Scheiß-Eindringlinge? Schnappen wir uns ein und finden's raus. Scheiß drauf. Lieber kein Risiko eingehen. Hier drüben! Ja, beiß zu. So, ich nehme das jetzt wieder als Training, dass wir das nächste Mal besser machen. Ja. Geht schon Aggro auf mich? Ja, ich glaube, wir werden das jetzt anders machen. Wir werden das. Komm. Da war er! Die Straße da runter! Hey! Lass ihn nicht vorbei! Hier drüben! Beim Zaun! Ja, schieß mich. Wer jetzt ist von Don Hausers, Ach shit! Okay, jetzt fangen wir hier an. Naja, gut. Räuchert sie aus! Los, los, los! Was sind sie denn? Jocke, was geht denn jetzt ab? Reichert sie aus! Wo ist denn der letzte? Also mit Schalldämpfer und Zeug und Klump brauchen wir jetzt nicht mehr arbeiten. Das ist wirklich jetzt nichts mehr sneaky, sondern. Ja,
Oh Mann, so viele Hunde, ich hasse Hunde. Ja, wird das schon mal erwähnt? Etwa, ich lass dich hängen. Jesse. Wo ist Dina? In Sicherheit. Sie ist nur krank. Was hat sie? Nichts Schlimmes. Latein! Sie ist da lang! Scheiße, das sind echt viele. Hey, bist du stark verletzt? Wird schon wieder. Meine Freunde haben mich überrascht. Ganz ohne Vorwarnung. Sag mir, dass du nicht allein bist. Reg dich später auf. Du bist so ein Idiot, das weißt du schon, oder? Ja. Okay. Siehst du den Truck? Das ist dein Plan? Wir müssen hier wegkommen. Bereit? Ja. Naja, nicht wirklich. Bitte sei vorsichtig. Okay, wonach suchen wir überhaupt? Eindringling, sicher bewegt sich was. Überprüfen wir das. Ich passe auf. Wo denn? Er spinnt jetzt. War doch in Deckung. Okay, wonach suchen wir überhaupt? Einringen. Ich hab den Ring. Der Scheiß wieder. Wir brauchen mehr Leute bei den Mauern. Bin ganz bei dir, Mann. In dem Haus? Ja. Okay. Oh, Metzel alle nieder, Rambo. Mal nach. Los, ich geb dir Deckung. Oh, ich hab's. Hab ihn. Ich hole die Schlüssel. Ellie, hab die Schlüssel. Weg hier. Steig ein. Okay. Ja, komm näher!
Scheiße. Achtung! Auf die Reise! Oh, okay? Bin mir nie besser. Okay. Ich glaube, wir sind sicher. Also ich wäre mir da nicht so sicher. Danke. Hier lang. Okay. Dina! Hey. Oh mein Gott. Jess. Hey, Dina. Oh. Hey, alles okay? Ich brauche nur eine Portion Schlaf. Wir sollten reingehen. Ja, okay, komm. Langsam. Bist du an Maria vorbei? Mich rausgeschlichen. Ich lasse meine Freunde nicht im Stich. Und du bist krank? Oh, nur ein bisschen Bauchweh. Komm, setz dich doch. Ne? Nein, nein, nein. Ach, das musst du nicht machen. Sei still. Wann bist du aus Jackson weg? Einen Tag nach dir. Aber an der Grenze zu Oregon gab es viel Schnee. Ich war die letzten zwei Wochen jeden Tag 18 Stunden unterwegs. Ach ja. Ist er vielleicht der Vater? Fragezeichen, Fragezeichen. Hä? Hörst du mir zu? Ja, alles gut. Okay. Also, diese eisige Stille. Mann, ich meine, ich würde meinen eigenen Geburtstag vergessen, wenn sie mich nicht erinnern würde. Du solltest dich einfach entschuldigen. Ich habe nur gesagt... Okay, was liegt an? Nichts. Wieso? Ich merke, wenn was nicht stimmt. Mir gehen Dinge im Kopf rum. Sag mir, wenn du darüber reden willst. Okay.
Ich habe das Gefühl, dass Dino mir ausweicht. Cat meint, sie ist nur eifersüchtig darauf, dass ich eine gute Zeit habe. Ich lade Dino dauernd ein, gut zu kommen. Aber sie sagt immer, dass sie keine Zeit hat. Durchgestrichen. Auf Stein liegen. Nachts auf einer Felszunge. Folgst du den? Durchgestrichen. Verfolgst du den Sternenbildern? Durchgestrichen. Ich verfolge die Linien auf deiner... ich verfolge die Tinte auf deiner... Durchgestrichen. Sie verbirgt die. Hier draußen riecht es nach nassem Laub und... Da sind Versprengte. Wie viele? Eine Handvoll. Schlecht. Willst du es probieren? Ja, unbedingt. Bist du sicher? Bin heute großzügig. Siehst du das Schild da? Das Rote? Versuch es zu treffen. Gut, um sie aus ihren Löchern zu locken. Du musst höher zielen. Gib der Kugel Spielraum zum Fallen. Okay. Sehr gut. Geräusche locken sie an. Wir sind auf Patrouille. Lass sie uns erledigen. Na bitte. Ich sehe noch welche. Shit. Denk dran, den Fall der Kugel auszugleichen. Oh Mann. Lass dir Zeit. Erwischt. Ich mag das Teil. Noch zwei. Das waren alle. Wenn du weiterschießen willst, meist gibt es dort noch mehr. Okay. Gibt's aber keine mehr. Nein. Woher kommen die? Die Horden halten sich im Winter gern in diesem Gebiet auf. Und sie lassen immer ein paar zurück. Sie nehmen jedes Jahr dieselben Routen? Ein Zugverhalten oder so. Ha. Warum wohl? Also, wenn das Barometer eine bestimmte Temperatur erreicht... Ach, ich weiß es auch nicht. Sieh dir den Schuppen an. Sieht aus, als laufen sie den Hügel runter. Wieso? Ah, totes Tier. Sieh hoch, dort bei dem Wagen. Sie fressen sich an dem... Sie haben wohl Hunger. Keine Eile. Du kriegst das raus. Komm schon. Du hast Talent. Ich sehe noch zwei. Hier.
Was dachtest du denn? Wunderbar. Versuch's nochmal. Ich weiß schon, warum ich kein Sniper bin. Was wird denn jetzt hin? Beeindruckt. Sieht gut aus. Da sind bestimmt welche. Ist da was beim Skilift? Schau da hinten hin. Unter den Gondeln. Am Turm. Siehst du's? Das Scheppern lieben sie. Oh, leck, muss ja noch viel höher ziehen jetzt. Der Herbst liegt in der Luft. Der Duft von trockenem Laub. Hat gelohnt, dass ich den Bogen raus hatte. Physik ist der Wahnsinn, was? Ha. Du lernst echt schnell. Drei noch. Gut gemacht. Da sind noch ein paar. Ah. Ja, knapp. Warte, bis ich Joel davon erzähle. Ja, nun zu hören. Bist du nur ein? Aber es waren vorher mehr. Ah, da liegt noch mehr. Ah, hoffentlich denkt Joel ans Umrühren. Wahrscheinlich lässt der See wieder anbrennen. Ich sehe keine mehr. Ja, ich auch nicht. Okay, gehen wir rein. Mal sehen, ob Joel zurück ist. Klar. Will er denn jetzt hin? Aha. Her damit. Hey, danke. Genau, was ich brauchte. Klar. Ladies first. Ich soll eigentlich nichts sagen. Aber Joel macht sich Sorgen um dich. Gibt keinen Grund zur Sorge. Ja, ist wohl so. Aber wenn du nicht mit ihm redest, wird er glauben, dass was nicht stimmt. Ich rede mit ihm. Mehr als nur Hallo und Tschüss, okay? Okay, ich versuch's. So, bevor das mich jetzt reingehen, machen wir aber Schluss mit der Folge. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Ich denke mal, dieser Rückblick ist auch wieder ein kleines Tutorial, dass wir bald ein schönes Sniper-Gewehr bekommen und dann auch einsetzen müssen. Ich hoffe, euch hat's, wie gesagt, gefallen und wenn ja, lasst mir doch einen Daumen nach oben da und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, Servus, euer Doc. Thank you.